Eigentlich geht's, ne? Ja, hatten schon mal schlechtere Fahrzeuge für sowas. Ja. Ah, da hinten sehe ich Elemente. Elemente, Elemente. Ich wollte gerade fragen, wann kommt denn der Funny-Teil? Willkommen in seinem Brain. Ein Rind am. Ein lieben Gruß an Rindvieh. Bester Mann. Ja, bester Mann ist nicht da. Bester Mann hat eine Auszeit genommen. Ja. Der hat Urlaub oder irgendwie sowas. Der fehlt mal ein paar Tage. Wohin? Einfach oben drauf. Oh, durch, ja, ja. Durchziehen quasi. Ja, habe ich. Oh, das war zu viel. Zu schnell. Das war zu schräg, ja. Nee, nicht schräg genug. Okay. Also. Die Geschwindigkeit. Boah. Explodiert. Sowas kann der auch. Mhm. Beim Landen, aber zum Glück noch einen Punkt erreicht. Mann, ich schaff das erste Element noch nicht mal. Das war eine Bruchlandung, Herr Bruchpilot. Aber hat auch funktioniert. Hat funktioniert, sah gut aus. Ja. Ich dachte erst, du fährst weiter runter. Nee. Ich kann noch Bruch landen. Ach so, okay. Hm. Na denn. Hoppa. Da ist er. Ronny. Ronny, was? Moin. Du hast schon mal sehr gute Face-to-Face verpasst. Wäre was für dich gewesen. Guten Tag. Ich hab's schon gesehen. Hab's schon gesehen. Genau in diesem Moment, wo ihr gesagt habt, dass das was für mich war, habe ich eingeschaltet. Und da hat er sich gedacht, okay, ich warte noch ein bisschen. Genau. Dauert noch ein bisschen. Was meint denn hier? War das nicht furchtbar? Ja, das war furchtbar. Das schon gesehen. Genau, ja, danke, Damon. Dir auch auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ja, ich schnei mal wieder bei dir rein nächstes Mal. No? Schnee. Braucht man nicht. Bis neulich. Nein, ja, nein, ich rutsch runter. Ach, ficken. Das Originalauto nicht das gleiche Bäuer wie Jörg. Ja, ich versuch's ja. Und vielen Dank für deine Likes, meine ich auch immer ganz. Ja, quasi? immer gerne. So muss das sein, Damon. Quasi? Bitte? Das Originalbaujahr von diesem Fahrzeug. Ja. Ist das nicht dasselbe wie Baujahr von Jörg? Ja, müsste eigentlich identisch sein. Wie? Aber ist nicht quasi älter wie Jörg? Ach so. Ja, so alt ist der Wagen auch nicht. Papier. So alt ist der Wagen auch nicht. Ach ja. Nein. Ja, alles aussehen gut, ist, hör mal. Nee, alles aussehen gut. Ist was anderes. Der Kasi sieht ja aus wie junge 20, weißt du? Aber. Nee. Bin schon oft genug da, Damon. Peace. Peace and out. See you later, Alligator. Nein, 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 was ist das denn hier? Nein, da bleib ich an der Ecke hängen. Drecktor. Danke, das ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Mit Kasala. Jetzt. Oder jetzt wie das heißt. Einmal ich bin cool. Rausgeschossen. Alles in Ordnung? Alles was? Gut. Ja, sicher. Gut überstanden? Ja, soweit alles fit? Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ihr auch? Ja, ja. Ich war diese Woche Motorradfahren 3 Tage. Oh ja, Polen. Guck mal. Achso, du wolltest ja mit dem Kumpel. Oh, auch Magermodel. Mhm. Wo warst du? Wolltest ja mit den Kumpels, ne? In Polen hinten. In okay. Riesengebirge. Weil in der Alpen war so scheußliches Wetter angesagt. Und war schön. Jo.
Mit deiner neuen Karre oder was? Ja. Nicht geklaut worden, ne? Oh. Nö, nö. Also gut. Ich hätte zwei. Ich hätte noch eine mitgebracht. Die Motorräder, das wird doch auch immer schwieriger, die mal zu klauen. Was ist das wie mit den Autos? Außerdem haben die polnischen Menschen schon mittlerweile viel bessere Fahrzeuge als wir. So große Fahrzeuge haben sie, ja. Also große SUVs und sowas siehst du dort sehr oft. Auch in Tschechien mittlerweile, wo du denkst, Mensch. Ganz schön aufmunitioniert. Auch da in den Riesengebirge, wo wir waren, in der Gegend, haben sie sehr viel ja, Ferienunterkünfte, luxuriöse gebaut und so. Also, ich war ja vor 5 Jahren dort schon mal. Muss ich sagen, haben sie schon ganz schön aufgerüstet. Okay. Winblatt, moin. Ja, moin. Ich bin jetzt so oft mal. Oder mal so, wie fährt es sich denn jetzt dein Moped? Nachdem du jetzt mal so ein bisschen länger unterwegs warst damit. Sehr gut. Also so, ich hab ja das. Oh, jetzt ist, wo ist denn jetzt mit deiner Stimme hin? Mit dem hatte ich ja meinen Unfall. Mit dem Vorgängermodell und das fährt sich noch ein bisschen besser aus, muss man schon sagen. Kann ich mitmachen? Ja, kannst du. Bist du eigentlich mit dem alten gemacht noch verkauft? Bist du eigentlich in unsere Crew drin? Bei dem alten gab es nicht mehr zum Verkaufen. Oh ja, doch, das habe ich für knapp 2000 Euro verkauft, den Schrotthaufen. Ach, das meinst du? Das kaputte Teil? Ja, ja, ach. Ja, ja. Guck mal, ich pinne mal gerade eine Nachricht an. Habe ich für fast 2000 Euro verkauft. Wenn du Bock hast, dann Crew beitreten. Nee, gerade nicht. Ich hätte gedacht, dass da noch was übergeblieben ist. Wenn du das könntest, guck mal da, die angepinnte Nachricht, gehst einfach auf den Link drauf und trittst der Crew bei. Das läuft über so einen Pool. Die und stellst auf aktiv. Beispiel, ach, das meinst dann, du, ja, 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 ja. Sie dann kommt, gut, hätte deine Auto begutachten. Und dann kommen die Kernschrottautos in so einen Tekra-Pool rein, weißt du? Die stellen das dann online und dort tun dann ja Leute drauf zugreifen. Ja, 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 ja. Und die kaufen dann die ganzen Schrottautos auf halt, ne? Das ist dann wie auch beim Wohnwagen mit Hagelschaden und so weiter. Ja, ja. Na, weißt du, da geht's dann hauptsächlich darum, die Papiere zu erhalten, weißt du? Irgendwoher, ne? Aber du kannst dann mit dem Motorrad an sich nein, zu langsam. Nichts anfangen. Ach, ja, also ein paar Sachen konntest du schon noch abbauen, die funktionierten und so weiter und so fort. Aber Motor und das, die ganze Front war ja komplett alles Schrott. Also konntest du gar nichts anfangen. Ne? Ist beim Heck waren noch super Teile, die gingen und so. Aber ich nehme mal an, dass das viel mehr der Preis für die Rahmennummer war, weißt du? Mhm. Und für die Papiere, wo dann ein anderes Motorrad wieder sauber wird. Weiteren weggefüllten. Weit, weit weg. In Weißrussland. Genau. Und da hatte ich ja dann auch noch so einen Stress mit dem dummen Käufer, weißt du? Der von der Dekra hat das Motorrad zweimal reingesetzt. Der hat es im Zustand reingesetzt, wie ich es mal hatte, in dem Sinne, wo noch Bandbauteile dran waren. Und die habe ich aber dann abgebaut und dann hat er es das zweite Mal reingesetzt ohne die Anbauteile. Und derjenige, der das gekauft hat, war der Meinung, er hat es gekauft mit den Anbauteilen, wollte mir sogar für rechtliche Schritte und sowas entgegenbringen. Ich war ja vom Krankenhaus, ne? Ich habe das ja gar nicht mit denen abgewickelt. Der war aus Bayern und hat einfach einen hier mit einem Transporter vorbeigeschickt, der das Ding hier abholt. Na? Und ja, wie es sich halt so ergeben hat, hat er das mitgenommen und keinen großen Kaufvertrag gemacht, einfach so einen Blankoschein unterschrieben. Ne? Also keine Mängel aufgeführt, kein gar nichts, sondern einfach ein Blanko-Verkaufsdings irgendwie und fertig. Und da wurde mir dann irgendwie. Hallo Kasi. Hallöchen. Sachen, dass ich das Motorrad falsch inseriert habe. Und das hat dann aber der Dekra-Kunde dann klargestellt, dass er oft das Motorrad geboten hat oder gekauft hat, wo alles abgebaut war. Was noch an Sporteisbuff und solches verschiedenes Zeug. Und hat es aber dann, musste mir überlegen, der hat es bei mir, glaube ich, für 1800 oder 1700 hat er es abgekauft und für 2500 hat er es dann wieder verkauft gekriegt.
Ja, aber die Leute sind kriegen den Hals nicht voll, weißt du? Die wollen ja immer mehr, 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 weißt Genau. Dann hat auch mein Rechtsanwalt gesagt, dass er mir gar nichts machen kann, weil er einfach ja einen blanken Kaufvertrag unterschrieben hat. Also du hättest den können auch ein Stück Schrott hin, also noch weniger hinstellen, oder hätte er Pech gehabt. Ach komm, wirst du spät eingelenkt, ey. Mach ich denn hier wieder für einen Scheiß? Nee, das. Naja, für so einen Kernschrott kriegst du halt noch was. Nein, ach Scheiße. Abgelenkt. So abgelenkt. Ja. Aber ist eigentlich eine ganz coole Strecke so. Ja, schön gebaut, ja. Hat der Ersteller die schon mal mit einem anderen Auto gebaut gehabt? Ne, ist neu, den kenne ich auch gar nicht, den Ersteller. Okay, dann muss er das von jemandem gerade so vorne mit dem so ein bisschen abgekupfert haben irgendwie. Ja, macht man ja meistens. Weil mit so ähnlichen Aneinanderreihungen von so verschiedenen Sachen hier sind wir schon mal was gefahren, aber halt eben mit dem anderen Audio. Dass man das mit. So passt du nicht durch quasi. Das passt nicht, ne? Naja, unwahrscheinlich. Ah, wollte er wieder abkürzen, Junge. So. Wer? Wo? Ich? Naja. Ja, ich dachte aber gerade durch. Er müsste jetzt drin sein. Alles klar. Wenn du drin bist und die auf aktiv hast, bist du schon mal ganz weit mit dabei. Dann gehst du einfach auf online, auf Crewmitglieder beitreten und dann guckst du automatisch hier zu und bist beim nächsten Rennen mit dabei. Aber wichtig ist, dass er eine PlayStation 5 hat. Dann steht ja im Stream PlayStation 5, Das ne? hatten Ich wir denk letztes mal. Jahr, komm, das Ja, weiß ja, ich ja. nicht. Ich vertraue immer an der Menschheit so. Also ich. Ach, scheiße. Guck, letztens hatten wir auch einen, der wieder reingekommen ist und festgestellt, dass er PlayStation 4 hat, ne? Das stimmt. So spielt ihr auf der 5? Ja. Ich fahr verkehrt, glaube ich. Ich Was so. fahr ich hier verkehrt? Ja, ich fahr verkehrt, ne? Gameboy. Der 4 plus 1 von mir. Ach, ich muss sein lang. Ja, ich fahr verkehrt. Verdammt. Scheiße, ich komme nicht Ach, mehr bei der nach. letzten Rutsche da runter. Dreck. Your stone, like. Danke für dein Like. Guten Abend. Das hat mich Nein. schon überholt, der Junge. Ja, Kann ich ich nicht gucke mehr. aber gerade wieder hin zu meinem. Siehst du? Habe ich so gesagt. Ja, Glückwunsch, Ja, Glückwunsch. Brochi. Ja. Danke. Ja, nicht, dass das auch spät, ne? Irgendwo. Toll. Alles bis Ja. runtergefallen? Ja, ich auch. Jawollo. Aber das ist doch schon Alles. so oft jetzt vorgekommen, Brochi, deswegen habe ich es ja gesagt, weißt du, weil Ja. das. Ja, achtet man halt nicht drauf, ne? Also mit dem eigenen wäre ich ja noch schneller gewesen. Das geht nicht, du. Nee, noch nicht. Das wird bei diesem Spiel nicht mehr funktionieren. Das Nee, Crossplay. das glaube ich auch nicht mehr. Nicht ausgespielt.
Yep. Oh, Bulletchen, was denn du? Ja, ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Das sah ihm nicht gut aus. Und dann siehst du auch den Punkt irgendwann, ich glaube so wie Kasi jetzt, dann müsste den Punkt, glaube ich, jetzt gleich vor sich haben. Irgendwie. Dahinter, ja. Und dann denkst du dir so, ja, ich hab's gleich. Und dann rutscht und dann wirst du immer nervöser und nervöser, schweißnasse Hände. Kannst du mal aufhören, bitte? Ja, kann ich. Will er aber nicht. Hab ich aber nichts von. Na gut, hast du eh schon gewonnen, ne? Ja, das ist auch richtig. Ah, ich bin gut angefallen, vor dem Punkt. Nein. Alexa, Werkbank an. Muss du arbeiten, oder was? Was wollte ich gerade sagen? Du musst jetzt hämmern machen und tun, oder was ist das? Nein. An meinem Kühlschrank hinten habe ich kein Licht. Und den Kühlschrank, den ich habe, der hat auch kein Licht. Habe ich jetzt echt keine Akkus mehr frei? Ja, einfach hier ins Rohr rein, ne? Muss nur noch einen Akku entladen. Kann man da noch warten oder ist das einfach so im Rohr drin? Ja, warte hier? Mal. Du kannst da warten. Kannst du. Aber wenn du ich jetzt in das Rohr reinspringe. Nee. Dann ja, das sag ich doch gerade. Ja, okay. Das ist ein scheiß Bornbund hier. Schöne Strecke. Ja, doch. Schöne Strecke. Gut ja. Quasi, ich gebe nochmal eine Runde. Ja, alles klar. Klöng, klöng. Ja, sicher. Prost. Ja, ich habe schon die Jägermeister eingeschüttet hier im Pinchen. Oh, Alexa, Werkbank aus. Dami, läuft bei dir nicht oder was? 44. Okay, gleich. Das ist gleich verschluckt. Oh, da bin ich gleich verschluckt, ey. Sollen wir warten? Ne, kommt rein. Ehrlich? Was ist der Dami denn? Bei den Hütchen. Hütchen? Hm. Umverändert beim Hütchen. Ach da. Oh, da ist eine Menge, die ist lang, ne? Der zieht sich ja, da Ding, muss ja noch alles rückwärts fahren und machen. Halt, 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 zurück. Wie hast du denn jetzt mal falsch? Du musst dort links rumfahren. Guck mal, da sind doch so schwarz-weiße Platten. Da kommst du her, wo du warst. Ich hab schon zum zweiten Mal daneben. Jo, weil ich vom ersten Mal verkackt habe. Der nimmt direkt die Abkürzung her, weißt du? Nee, da werden wieder Worte. Er fährt die Runde schon dreimal, weißt du? Du denkst nicht mal, wo kommt denn die Bunte? Boah, wie lange dauert das denn, ey? Wie oft muss ich denn hier im Kreis fahren? Ja. Scheiße, ey. Schön. Glückwunsch.